Vorteile, dass wir tatsächlich innerhalb der 1,5 Monate, wo die Anzeige läuft, knapp über 200 Anfragen generiert haben. Jedoch ist spürbar, dass wir ein anderes Level haben wie bei klassischen Lead-Portalen, wo man nicht seine Individualität noch mit reinbringen kann. Wir sind die Firma Wiesmann Sanitär Heizung. Mein Name ist Christoph Wiesmann. Wir sind vor 5,5 Jahren an den Markt gegangen, sind 19 Mann stark und kümmern uns um den gesamten Bereich Sanitär, Heizung und Klimatechnik. Zusätzlicher Nebeneffekt durch unsere Personalstärke bedienen wir auch den Punkt der Lüftung. Wir hatten die Herausforderung, dass wir gesagt haben, wir sind ein gebürtiger Sanitär-Heizungsbetrieb und wollten im Prinzip den zweiten Schritt gehen. Unsere Innung heißt Sanitär-Heizung Klimatechnik. Der Klimatechnikbereich ist aber ein separater Ausbildungsberuf. Und wir wollten aus diesen zwei Bereichen wollten wir einen machen, indem wir einen Kältemeister eingestellt haben und wollten dann natürlich mindestens genauso erfolgreich mit der Klimabranche werden wie mit Sanitärheizung. Und da brauchten wir halt den entsprechenden zusätzlichen Push, weil die Leute kennen uns, die wissen, dass wir Bäder bauen, die wissen, dass wir Heizungsanlagen bauen, die wissen, dass sie uns nachts anrufen können, wenn irgendwo das Wasser läuft, wo es nicht hingehört. Aber die wissen halt nicht, Moment mal, der macht auch kalt, ne? Und da brauchten wir halt den entsprechenden Push. Wir haben diverse Anbieter ausprobiert, wir haben alles irgendwo mal versucht, um offen für Neues zu sein und Erfolge zu generieren, um auch aufgeschlossen zu sein den neuen Medien gegenüber, Online-Marketing oder klassische Printmedien. Von den namhaften haben wir eigentlich einige durch. Ich bin tatsächlich auf die A&M aufmerksam geworden durch Facebook-Werbung, wo ihr mir angezeigt worden seid. Und dann sind wir über diese Facebook-Anzeige in Kontakt getreten. An der Dienstleistung von der A&M hat mich überrascht, dass das gesprochene Wort zählt. Bedeutet, es wurde gesagt, du wirst dann und dann nochmal angerufen, ich schicke dir jetzt nochmal eine Terminbestätigung und dann meldet sich der und der. Es hat sich der und der gemeldet mit dem Kontext, was der vorherige gesprochen hat. Und es war einfach immer darauf aufbaubar. Ich habe nie wieder bei Null angefangen. Ich habe mit dem ersten von 0 bis 10 gesprochen, von dem zweiten bis 0 bis 50. Und dann zog sich das durch wie ein roter Faden, dass man da wirklich sich auch entlanghangeln konnte und sagen kann, okay, jetzt stehen wir vor einer fertigen Kampagne. Witzigerweise ist es so, dass mich ein Kunde auf die Werbung von der A&M angesprochen hat. Das ist ein Malerbetrieb, wo ich ihm gesagt habe, pass auf, wir machen das gerade ganz frisch. Bis jetzt kann ich dir sagen, auf jeden Fall, finde ich gut. Es generiert Leads, es ist zuverlässig, es funktioniert, die Arbeit ist top. Das Produkt wurde an ihn verkauft, er hat eine Klimaanlage gekauft und parallel kam halt dann die Situation, Moment mal, gleichzeitig habe ich eine Frage. Ich bin über Werbung auf euch aufmerksam geworden. Was ist denn damit? Also wir haben tatsächlich die Erfahrung gemacht durch diesen Lead, dass sich das Produkt auch ein Stück weit über die Qualität der Aussage, wie es dargestellt wird, mitverkauft. Und ich kann da nur, wenn ich darauf angesprochen werde, positiv von berichten. Und wenn auf mich jemand zukommen würde und würde sagen, pass auf, ich will online Fuß fassen, ich weiß nicht wie und ich habe auch keinen, der mir meine Internetseite betreut oder sonst irgendwas, ich will aber Online-Werbung schalten, würde ich immer als ersten Step A&M wählen.